Tickets. Ist das hier der Eingang zum... Ach, das ist der Eingang zum Zoo? Oder was ist das hier? Nee, ne? Oder was ist das Ganze hier? Oder ist das hier ein Bahnhof? Nee, ist doch kein Bahnhof. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich hätte vielleicht mal draußen an der Tür lesen sollen, was das hier ist. Okay, wohl das... Das sind irgendwie Kassen oder so, ne? Ist das doch ein Bahnhof? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Was steht denn da dran zum Beispiel? Evacuation Safe Zone, ja. Aber das könnte doch eine Art Bahnhof hier sein. Wer weiß das schon. Also Ellie bleibt da jetzt hocken. Hier müssen wir doch bestimmt hoch, ja. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ellie? Muss ich hier Bescheid sagen wieder? Also irgendwas hat sie. Ja, aber... Ja. Achso, ich muss nochmal daran. Und auf geht's. Ellie? Ellie? Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Was hat sie jetzt genau? Können wir jetzt? Jutta steht da auf dem Plakat. Gibst du mir die Leiter runter? Heute noch? Das wäre echt nett von dir. Ja. Ellie. Oh mein Gott, sagt sie. Ich will Ellie. Doch sehen, was ist denn da los? Du sollst doch die Leiter nicht hinlegen. Du sollst sie da ranstellen, Joel. So. Hoch da bitte. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Ich sehe gar nichts. Ich sehe ehrlich gesagt auch nichts. Was zur Hölle? Läuft da eine Giraffe am Fenster lang? Nee, echt jetzt? Aber schnell. Ich will das sehen. Soll das ein Scherz sein? Ach, jetzt habe ich sie verpasst. Och Mann, ich hätte die ganz gerne noch ein bisschen deutlicher gesehen. Ich war zu langsam. Scheiße. Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Ich will das auch sehen. Tatsache. Siehst du das? Muss gerade an Jurassic Park denken. Hier, komm! Hinterher! Langsam, Kleine! Das ist ja mal geil. Das ist ja mal geil, das wusste... Das hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Wahnsinn, was ich hier alles verdrängt habe in dem Spiel. Krass. Komm ich da rüber? Nee. Ja, ich komme dir auch gleich hinterher, keine Sorge. Ich will nur mal eben kurz gucken, was hier noch so ist. Finde ich immer wieder richtig geil, ne?
3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 8 Giraffen. Und? Ist es so, wie du sehr oft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber die Aussicht ist echt klasse. Na gut. Dann lass uns mal weiter. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Er wusste ganz genau, warum er sich nicht wieder emotional an einen Menschen binden wollte, weil er Angst vor Trennung hat. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Nein, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Ja, irgendwie storytechnisch wieder sehr, sehr geil. Ja, es passt einfach, ne? Es passt total. So. Wir finden hier aktuell sehr, sehr wenig. Ich habe vielleicht einen Raum gefunden, der nicht ganz so offensichtlich war. Ein Comic? Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Ist er beim Scheißen gestorben, der hat die Hose noch hochgezogen, glaube ich. Okay. Wäre auch mal ein geiler Tod. Ich weiß es nicht. Gracie Mystery Lodge, okay. Sieht auch ganz cool aus. Ja, okay. Gehen wir weiter. Die Session, die halbe Session ist bald wieder rum. Dann werden wir bestimmt in der nächsten Stunde, sag ich mal so, das Krankenhaus unter die Lupe nehmen können. Was rennst du denn auf einmal so? Ja, man kann da, man hätte auch da lang gehen können. Ist eigentlich wurscht, ne? Obwohl, ne, da war gar kein Loch im Zaun. Ne, doch schon, aber da passe ich nicht durch. So. Jo. Warning. Military Safe Zone, ja. Gut. Da könnte man... Ne, da kann man jetzt nicht mehr durch. Aber da ist ein Zelt. Da können wir uns mal umgucken. Das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Aber er reagiert nicht mehr allzu hart, ne? Oh, guckt mal das letzte Level ab. Werkzeug Stufe 5. Das heißt dann aber auch, dass es hier irgendwo eine Werkbank geben muss. Und ich denke, das ist dann das Letzte sein, was wir hier in diesem Part tun. Und dann sind wir gerüstet für den nächsten Part. Was war das? Das war eine Klinge. Nimm die ruhig mit. So. Pillen. Den Koffer kann ich nicht mitnehmen. Die Musik ist aber echt gerade so ein bisschen traurig eher, ne?
Ich hoffe, hier passiert jetzt nicht gleich irgendwas Schlimmes. So, da hinten war ich gerade drin, ne? Ja. Also eine Werkbank, die müssen wir hier gleich noch finden. Kann ich einen Stein mitnehmen? So. Kann ich. Da hinten noch was? Ne? Da ist noch ein Zelt. Das ist die Werkbank, ja. Okay. So, oh, oh. Nochmal 25 Stück. Und eine Karte der Quarantänezone Salt Lake. Ja. Jo, 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 jo. Schön. Okay. Ja gut, dann basteln wir jetzt. Nee, ich guck nochmal eben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da hinten geht, wohl da hinten geht's weiter, ne? Da geht's höchstwahrscheinlich weiter. Ja, okay, dann müssen wir das hier nochmal eben kurz nutzen. Also, was haben wir denn Schönes hier? Okay, hier ist es gut. Ja, finde ich auch. So, 71, es ist nicht viel, was wir haben, ne? Nee. Magazinkapazität für die Schrotflinte, wäre geil. Für die wäre das auch geil, ja. Ich kann jetzt überall Magazinkapazität nehmen, ne? Ah, das ist schlimm. Hier ist am wichtigsten, finde ich. Das musste sein. Und natürlich haben wir jetzt nicht Nachladetempo, ja. Man sieht, man kriegt sowieso nicht alles aufgelevelt hier. Ich glaube, so viele Sachen hätte ich gar nicht finden können, oder? Ich glaube nicht. Hier können wir noch ein bisschen das Nachladetempo ergänzen. So. Alles aufgebraucht. Und ein Waffenhalter. Ne, da gibt nur eins. Ein Halter für eine zweite. Das wäre schön, wenn es da noch. Wenn es da noch eine dritte Halterung geben könnte. So ein drittes Halfter. Aber das geht leider auch nicht. So, der ist alle. Dann können wir da auch die andere Knarre nehmen. Oder die Shorty. Nehmen wir Shorty. Und da, das Gewehr ist leer. Dann nehmen wir hier den Bogen oder den Flammenwerfer. Nehmen wir erstmal den Bogen. Behalten wir euch den Bogen mal in der Hand. Vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Möglichkeit, den zu benutzen. Haben wir ein bisschen vernachlässigt im Spiel. Hm. Ja. Wir gehen noch mal ein bisschen, weil die Zeit ist ja noch nicht ganz um. Vielleicht kommen wir noch zum Krankenhaus. Ich hab was für dich. Wie? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich, ich hab's geklaut. Ach, das Foto. Das ist doch nicht schlimm. Es war klar. Ja, komm. Behältst du es denn jetzt, Joel? Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Oh. Ich hab grad Danke von Joel gehört. Ich denke, ich höre nicht richtig. Ich hab ein Danke gehört. Es sieht auch alles nie gleich aus, ne? Also die Lücken, wo man durchkrabbelt und so, das ist immer wieder neu und neu designt. Es gleicht keine Stelle der anderen. Das ist so geil. Das ist so aufwendig gemacht. Und auch an dieser Stelle, das Spiel ist wunderschön. Und hier stimmt ja dieses Comic. Das ist echt wohl der Shit, ne? Wie man sagt, ja. So, da unten wollen wir runter, auch in die Tunnel. Oh, nö, Tunnel, will ich schon Tunnel lese, ne? Aha. Gut, wir machen nochmal einen kleinen Abstecher da unten in die Tunnel. Das ist doch bestimmt Clicker-Action da unten. Oh nö. Das war ja klar, dass da nochmal wieder was kommen muss, ne? Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Na, hoffen wir es mal. Also richtig in Betrieb sieht das hier ja auch alles wieder nicht aus, ne? Ich glaube, ich erinnere mich hier noch ein bisschen dran, ja. Es kommen langsam Erinnerungen hoch. Okay, ich glaube, wir müssen gleich mal Nagelbomben nehmen. Denn hier gibt's Action, bin ich der Meinung. So, das schnappen wir uns. Und ich glaube, bevor die Action gleich losgeht, werden wir gleich einen Cut machen. Oh, da hinten liegt was. Flaschen. Ja.
Lief ja ganz gut, ne? Können wir noch eine basteln? Na. Scheiße. Das war jetzt schon mein ganzer Trumpf, ne? Den ich ausgespielt habe. Kacke. Wir könnten da hochklettern, ja. Oh, Flammenwerfer-Muni. Okay, der ist hier vielleicht gar nicht so verkehrt, der Flammenwerfer. Man weiß es nicht. Oh, da ist ein Licker. Aber den können wir doch auch bestimmt von hier oben erwischen, oder? Kann er nicht hoch? Schade. Wollen wir nochmal versuchen, den zu kriegen? Ich würde sagen, Leute, das machen wir im nächsten Part. Da versuche ich mich dann mal hier durchzukämpfen. Auf jeden Fall sehr spannend. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Freut euch, so langsam streben wir dem Finale entgegen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.